ihr freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, das ist der vierte Teil von meinen Hauswurmern, von meinen Duftkerzen. Und ja, ich muss mal heute gucken, wie ich das mache. Ich war letzte Woche leider im Krankenhaus, weil ich die erste Corona-Impfung nicht vertragen hatte. Und ja, war alles nicht so gelaufen, bin dann postwendend mit dem Krankenwagen eingeliefert worden. Das war jetzt nicht so cool. Deswegen, da ich noch ein bisschen mit dem Kreislauf habe, okay, ich sitze jetzt, das ist eigentlich ganz okay. Ansonsten werde ich dazwischen ein paar Pausen machen. Mal gucken. Ja, ja, wir fangen an mit am besten diesem Duft hier. Das ist Egyptian Musk. Ein sehr, sehr beliebter Duft. Leider schon etwas länger nicht mehr im Programm. In der Kategorie Fresh. Und dieses Schätzchen ist hier von 2017. Und ich habe auch noch einen angefangenen. Und das ist dieser hier. Der ist noch halb voll. Oder ein bisschen mehr als halb voll. Und dieser hier ist auch von 2017. Ja, und der Duft ist wirklich phänomenal. Ich finde ihn so schön. Er hat einfach eine wunderschöne, weiche Moschusnote. Warm. Parfümig. Das Schöne ist, er ist trotzdem wahnsinnig schön wahrnehmbar. Sowohl im gebrannten Zustand als auch unterm Candle Warmer ist er ein intensiverer Duft. Und ja, vor allem diese weichen Noten, ich glaube, da ist auch Bernstein mit drin, die machen diesen Duft unglaublich sanft. Ich finde aber auch dadurch, durch diesen Moschus wirkt er auch ein Hauch männlich, aber ich mag ihn einfach unglaublich gerne. Ich finde, das ist so einer, der kann, finde ich persönlich jetzt, das ganze Jahr über brennen oder auch unterm Warmer. Also ich finde, das ist so ein schöner Arounder. Ich glaube jetzt, wenn das jetzt so 40 Grad wäre, ja okay, dann würde ich mich vielleicht eher für einen etwas, ja, zitrischeren Duft oder einen aquatischeren Duft würde ich dann raussuchen. Aber in der Regel ist das eigentlich so ein Duft, den man eigentlich das ganze Jahr über haben kann. Ein, wie ich finde, sehr, sehr schöner Duft. Mittlerweile, wie gesagt, eine Rarität und leider auch nur noch schwer zu bekommen. Und wenn, dann muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich noch anderthalb Glas hier habe. Er ist wirklich wunderschön. Ich kann auch sehr verstehen, dass er sehr gehypt wird und wurde. Und ja, ich bin aber trotzdem froh, dass er in meiner Sammlung ist. Dann als nächstes habe ich hier einen Duft, den optisch gesehen so ein bisschen unterschätzt wird. Auch der Duft wird, so finde ich jetzt persönlich, oft ein bisschen unterschätzt. Und zwar ist das der Duft Shea Butter. Sehr einfach gehalten. Aber der Duft, finde ich, ist wirklich wunderschön. Das hier ist ein Glas von 2017. Und Mann, ist der schön. Also der ist wirklich richtig, richtig schön. Sanft und wie eine edle Bodylotion. Ich finde, das ist so ein richtiger Spa-Duft. Bei mir ist auch schon komplett der Docht weggesoffen. Also wie gesagt, ich hatte ihn unterm Candle Warmer. Angenehm ist, finde ich, schon so eher in einem mittleren Bereich. Ist jetzt nicht die extreme Duftbombe, aber man kann ihn wirklich gut wahrnehmen. Und was ich so toll finde an ihm ist, ist einfach, er ist wirklich so cremig und trotzdem irgendwie würzig. Und ich finde, das ist so für mich so immer so ein Spa-Duft.
den ich super gerne in Verwendung habe, wenn ich mal so einen Pflegeabend mache, wo ich mich hier auf die Couch setze, ja, mir so ein Fußbad mache oder meine Nägel mache oder so, da finde ich den echt klasse oder auch finde ich schön fürs Badezimmer, wenn man mal sagt, boah, ich möchte mal in der Dusche, Badewanne, möchte ich einen schönen Duft haben. Da finde ich, kann man den wirklich gut verwenden. Und ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Leider ein bisschen unterschätzt, finde ich. Aber den finde ich, den kann man wirklich machen. Ist jetzt, glaube ich, kein Duft, der jetzt bei den extrem hohen Temperaturen für mich funktioniert, weil er halt schon sehr, sehr cremig ist. Und dadurch halt auch so ein bisschen bei zu hohen Temperaturen vielleicht einengend sein kann, wenn man versteht, was ich meine. Aber in der Regel finde ich den wirklich unglaublich schön und gerade so abends, wenn man entspannen möchte, ist das wirklich ein angenehmer, schöner, schöner Duft. Als nächstes habe ich zwei Düfte, sind auch Raritätendüfte und sie sind ein bisschen verfärbt, aber das stört mich gar nicht. Und zwar ist das Ginger Dusk. Ein, wie ich finde, unglaublich hübsches Label und ist aus der Kategorie Fresh. Und dieser Duft hier ist von 2015, also ein richtig schönes altes Schätzchen. Und oh, ich liebe den Duft. Er ist richtig spritzig, hat auch so diese Schärfe von diesem Ingwer. Ich habe auch generell diese Ingwerdüfte, finde ich, wenn die in dieser schönen, spritzigen, zitronigen Noten sind, dann finde ich das wirklich wunderschön, gerade im Sommer. Oh, der ist so herrlich. Leider etwas schwerer zu bekommen. Ich weiß, dass der vielen zu viel ist und ich weiß auch, dass viele den zu scharf in der Nase finden oder zu klosteinlastig oder wie auch immer. Ich wiederum finde den unglaublich toll. Ich liebe den wirklich abgöttisch. Und gerade das ist so ein Sommerduft, den ich wirklich phänomenal und fantastisch finde. Er gibt einfach eine unglaublich schöne frische Note im Raum und ja, er lässt mich halt wegträumen und ich denke mal auch, dass es ein schöner Küchenduft sein könnte, gerade wenn man so gekocht hat oder so und man möchte halt den Raum ein bisschen ja, von unangenehmen Gerüchen entfernen. Ich glaube, da ist er auch wirklich gut. Ich glaube, da könnte er auch einen guten Job machen. Ich mag Ginger Dusk und ich habe ihn auch noch mal ein zweites Mal da. Da ist er hier hinten ein bisschen verfärbt, aber wie gesagt, das macht gar nichts. Dieser ist ebenfalls von 2015. Gehört auf jeden Fall zu einem meiner Lieblingsdüfte im Sommer. Ja, dann als nächstes kommen wir zu einem Duft, der passt so gar nicht in den Sommer, denn das ist auf jeden Fall für mich ein absolutes Winter-Weihnachtsfest-Duft. Und zwar ist das der Holiday Sage. So matschgrüne Wachsfarbe und auch das Label ist jetzt nicht so spektakulär. Aber der Duft, der ist wirklich, finde ich, besonders und ich finde, das ist so ein richtiger Weihnachtsduft. Also für mich ist das so ein Duft, den ich jetzt eher zu wirklich Ende der Jahreszeit brennen würde oder richtig an den Feiertagen. Da finde ich den wirklich, wirklich wunderschön. Oh, der ist wirklich zimtig, hat ganz, ganz viele Anteile an Kräuter. Aber der Zimt ist nicht stark oder so, also nicht beißend oder so. Also man nimmt den präsent wahr, ja. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin sehr empfindlich bei zimtigen Düften, dass die schon mal in der Nase purzeln und das hat der auf jeden Fall nicht. Vor allem nicht im warmen Zustand. Da riecht man halt auch noch dieses Salbei sehr, sehr gut raus. Was diesen Duft halt total sanft macht. Dieser hier ist wirklich intensiv.
Also wenn ihr wirklich auf intensive Düfte steht und ihr sucht noch einen Weihnachtsduft, schaut mal, ob ihr den noch bekommt. Ich weiß, dass er optisch jetzt nicht das schönste Label hat und er auch in den Jahren so ein bisschen untergegangen ist, das weiß ich. Aber falls ihr da noch mal dran kommen solltet, er ist wirklich ein wunderschöner Weihnachtsduft und neben meinem Christmas Magic, den ich ebenfalls gerne zu Weihnachtszeit oder an den Weihnachtstagen anhabe, so ist Holiday Sage der zweite, den ich ebenfalls sehr, sehr gerne dann anhabe. Dieses hier ist ein Glas von 2017. Ich weiß, dass man diesen Duft nicht mehr so ganz so gut bekommt, aber vielleicht schaut mal bei Duft und Raum nach. Oder vielleicht mal privat wird dieser hier schon mal ab und zu angeboten. Wie gesagt, ein angenehm schöner Duft, falls ihr besondere Weihnachtsdüfte bevorzugt. Ja, ein weiterer besonderer Duft ist dieser hier. Und zwar ist das von den Returning Favorites der Christmas Wish. Einfaches Label mit Plätzchen drauf, aber der Duft, der ist für mich sehr besonders, denn der ist jetzt nicht einfach nur ein für mich persönlich ein XY-typischer Plätzchenduft, nein, denn ihr riecht hier Vanille und Plätzchen und direkt daneben den Tannenbaum. Also ihr riecht hier wirklich die Tannennote hier wirklich gut wahr und das macht diesen Duft hier unglaublich besonders, denn diese Kombination aus Tannengeruch und Plätzchen ist schon sehr skurril, aber finde ich wirklich gut gemacht. Also wenn ihr ja, den Tannenbaum aufgestellt habt und direkt daneben die frisch gebackenen Plätzchen dahin macht. Oder ein Vanillepudding oder so. Also das riecht wirklich schön nach Vanille. Und ja, ich mag ihn wirklich sehr gerne. Ich hatte ihn auch schon unterm Candle Warmer gehabt. Und ja, ich finde, er ist auf jeden Fall eine nette Abwechslung zu diesen ganz normalen Plätzchenteigdüften. Ist aber leider, glaube ich, nicht mehr so ganz so gut zu bekommen. Deswegen freue ich mich, dass ich ein Glas da habe. Ein Glas reicht mir auf jeden Fall, aber ist auf jeden Fall ein sehr schöner Duft. Ja, dann haben wir noch einen Duft, der auch sehr, sehr gehypt ist. Und zwar ist das der Balsam and Cedar. Dieses Mal ein amerikanisches Label. Ich habe ihn auch aus Amerika importieren lassen. Und zwar ist dieser hier von 2019. Ist noch nicht so ganz so alt. Aber wie man hier sehen kann, der steht wirklich gut in Öl. Also da kann ich mich gar nicht beschweren. Und der Duft ist wirklich richtig schön. Also, wenn ihr Düfte mögt, die so in Richtung Badezusatz gehen, so mit Tanne und dieses balsamische, harzige und ein bisschen dieses ätherische, dann ist dieser Duft hier wirklich was für euch. Der Balsam und Cedar ist wohl nicht so ganz so gut zu bekommen hier in Deutschland. Bekommt man aber ab und zu noch mal hier und da. Aber wie gesagt, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich mag dieses Erkältungsbad-Tannige sehr, sehr gerne. Ich finde, dass erstens ist das sehr entspannend. Des Weiteren erinnert mich das immer an meine Kindheit, weil meine Mom immer sowas da hatte für die Badewanne und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und da mein Freund auch sehr auf Tannennadeldüfte steht, finde ich das grandios, dass ich den hier da habe. Ich hatte ihn noch nicht unterm Candle Warmer an. Ich habe zurzeit noch ein paar andere, die ich da zuerst nehme, weil diesen hier bekommt man ja leider nicht mehr so ganz so gut.
Aber trotzdem ein wirklich wunderschöner Duft und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ja, dann habe ich hier noch einen Duft, der wird sehr gehypt, beziehungsweise gehört zu der My Favorite Things Collection, die vor Ewigkeiten mal rausgekommen ist. Und ja, die wurde vor ein paar Jahren wieder neu aufgelegt. Und von dieser Neuauflage habe ich einmal diesen hier, den Warm Warm Mittens. Ein sehr einfaches Label, aber sehr hübsches Label. Hier sieht man einen kleinen Jungen mit seinen Wollhandschuhen, wie er Schnee einfängt, was sehr, sehr süß ist. Und ja, dieser Duft hier ist jetzt von 2017, also auch schon ein bisschen was länger her. Und der Duft ist eigentlich wunderschön. Aber ich weiß, dass sehr viele den vergleichen mit Wolle. Und ja, ich finde, er hat schon irgendwie was Wolliges, aber ohne das jetzt negativ sagen zu dürfen, ich finde, der hat was Seifiges. Wie so eine richtig schöne, angenehme Kernseife. Richtig frisch und angenehm. Und ich muss zugeben, das erinnert mich an meine Oma. Also meine Oma lebt nicht mehr. Und ja, weiß ich nicht. Das erinnert mich immer an die Seifen, die meine Oma immer da hatte. Weiß ich nicht, die hatten einen ähnlichen Touch. So dieses geborgene, frische. Und ja, dieses Seifige und ja, ein bisschen Wolle rieche ich da auch raus, aber in erster Linie ist es für mich eine schöne, angenehme Seife, schön frisch und ich mag ihn sehr gerne, auch mein Freund mag den sehr gerne. Ich weiß, da kommt vielleicht nicht jeder mit drauf klar, aber ich mag ihn unglaublich gerne und deswegen habe ich diesen hier ebenfalls ein zweites Mal da. Den konnte ich später noch mal einmal ergattern und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Dieser hier steht übrigens total in Duftöl. Also das ist wirklich, wirklich cool. Und dieser hier ist ebenfalls von 2017. Und da bin ich froh, dass ich diesen Duft dann noch mal da habe, dass man dann noch so ein bisschen so an die Kindheit schwelgen kann und an die Oma denken kann. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin froh, dass ich den da habe. Dann als nächstes habe ich einen Duft. Das ist ein Lavendelduft, den ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist das der Dried Lavender and Oak. Der ist jetzt von 2019. Ich glaube, da ist der auch erschienen. Der ist noch nicht so alt. Aber er ist auf jeden Fall noch im Standardsortiment drin. Ich hoffe auch, dass er bleibt, weil er ist wirklich wunderschön. Ihr habt eine wunderschön krautige Lavendel. Sie ist wirklich krautig. Dazu habt ihr angenehme, warme, weiche Hölzer, die das so umschmeicheln. Also das ist wirklich wunderschön. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und das Besondere halt, dass diese Hölzer das so angenehm abrunden, dass vielleicht auch der eine oder andere, der vielleicht hölzerne Noten mag, aber vielleicht sich so erstmal so ein bisschen rantasten möchte an Lavendeldüften, dass er den hier vielleicht mögen könnte, denn ich finde gerade diese ausgewogene Mischung macht diesen Duft so wunderschön, sanft und ja auch irgendwo einzigartig. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr den kennt, ob ihr den mögt. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und ja, bin froh, dass ich den da habe. So, als nächstes habe ich wieder einen Lavendelduft und zwar ist das der Lavender Vanilla. Ein wunderschönes Label, wie ich finde.
Mag ich sehr, sehr gerne. Und leider nicht so gut zu bekommen. Aber ich mag ihn sehr, sehr gerne. Der Duft ist von, kann ich nicht lesen. Der wurde überklebt. Ich habe den damals bei Duft und Raum gekauft und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass ich den da habe, denn der ist wirklich, wirklich schön. Ihr habt einen großen Anteil Lavendel und dann einen kleinen Hauch Vanille. Hier überwiegt auf jeden Fall die Lavendel. Anders jetzt zum Beispiel als der Vanilla Lavendel von Kringle, also der überwiegend Vanille hat und dann einen Hauch Lavendel. Hier ist es genau andersrum. Hier steht auf jeden Fall der Lavendel im Fokus, wie es vielleicht auch am Namen zu erkennen ist. Ich finde diese Variante auch wunderschön, mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag sowieso gerne Lavendeldüfte, habe ich schon immer sehr gerne gemocht, auch als Kind schon. Und von daher bin ich auch froh, dass ich den da habe. Ich hatte ihn sowohl schon gebrannt, als auch schon unterm Candlewarmer. Also man sieht, der Docht ist schon ein bisschen verrutscht. Ich finde, man riecht ihn unterm Candlewarmer ein Tickchen besser, ist aber in beiden Varianten gut wahrnehmbar. Und deswegen bin ich froh, dass er in meiner Sammlung ist. So, kommen wir dann zu einem weiteren Duft. Und zwar ist das ein Duft, den ich sehr, sehr gerne mag und der sehr, sehr beliebt ist. Und zwar ist das der Sweet Nothings. Hübsches Label, die Wachsfarbe ist wirklich toll. Und der ist vom Jahrgang 2018. Und ich finde den toll. Ich habe den jetzt schon so oft unterm Candlewarmer gehabt. Also wirklich oft. Und ich habe noch nicht abgeschüttet. Er ist wirklich wunderschön. Ich glaube, ich müsste vielleicht beim nächsten Mal schauen, ob noch genug Duft da ist. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht nötig gehabt. Oh, ist der schön. Also er ist wirklich zuckrig, süß. Veilchen sind mit dabei. Leicht parfümig und dieses Parfümige ist so angenehm abgerundet, dass man so kaum beschreiben kann, wie dieser Duft ist oder was da für Bestandteile in diesem Duft drin sind. Was ich so schön finde, ist, er riecht so ein bisschen wie so ein süßes Damenparfüm, aber halt trotzdem so, dass es nicht erschlagend ist oder dass es zu, ja, wie soll man, zu jugendlich wirkt oder so, wenn man versteht, was ich meine, also oder zu madammig wirkt. Ich finde den wirklich, wirklich schön. Ich weiß, dass ein paar Leute den als Oma-Duft empfinden, finde ich gar nicht. Aber das ist ja Gott sei Dank alles Geschmackssache. Ich finde den so schön. Ich mag ihn super, super gerne. Und ja, ich kann mir auch noch gut vorstellen, mir da noch mein zweites Glas zuzulegen. Im Moment ja, habe ich noch ein paar andere Prioritäten, aber dieser Duft ist wirklich wunderschön. Ja, jetzt hole ich erstmal den nächsten Schwung und dann geht es gleich weiter. So, als nächstes habe ich hier einen Duft und zwar ist das der Kilimanjaro Stars. Ein, wie ich finde, wunderschönes Label. Gefällt mir unglaublich gut. Und ja, dunkelblaue Wachsfarbe. Das ist ein Duft von 2017 und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und ich mag ihn. Er riecht einfach nach Männerduschgel, aber ich weiß, dass auch viele den nicht so mögen oder dass die den als sehr einfach empfinden oder austauschbar. Ich weiß nicht, was dieser Duft in mir auslöst, aber ich finde den einfach grandios. Ich hatte den viel gebrannt gehabt und
Mittlerweile ist der doch schon verrutscht. Ich mag den vor allen Dingen für angenehme Abende. Im Sommer finde ich den richtig, richtig schön, weil er dann halt eine schöne, frische Atmosphäre macht. Er riecht einfach nach schönem, frischen Mann. Aber ich mag das irgendwie. Und ja, ich finde es leider schade, dass ich nur dieses Glas da habe. Aber gut, ich habe noch zwei, drei Tarts noch davon. Und ja, bin ich sehr traurig, dass dieser aus dem Programm genommen wurde, weil der ist wirklich wunderschön. Ich kann aber auch verstehen, warum Leute den als relativ einfach und austauschbar finden. Aber irgendwas löst er in mir aus, weswegen ich den irgendwie besonders finde. Und ich halt sehr, sehr gerne zu diesem greife. Und ja, ein wunderschöner Duschgel-Männer-Duft, aber für mich irgendwas Besonderes. So, als nächstes haben wir einen Duft, der, ja, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Und ja, es ist der Clean Cotton. Ein frische Wäscheduft, aber der hat es wirklich faustdick hinter den Ohren. Dieser hier ist von 2019 und ja, mein Freund und ich, wir mögen diese frische Wäschedüfte. Ich kann aber auch verstehen, warum dieser Duft hier die Meinung spaltet, denn er hat eine sehr, sehr starke Zitrusnote im Hintergrund, was den Duft auch so ein bisschen stechend macht. Er kann auch erschlagend sein, weil das ist wirklich, der hat wirklich Power unterm Poppes, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und der riecht einfach nur nach pur nach Waschmittel. So nach Puderwaschmittel. Ich mag den total gerne. Mein Freund liebt den auch und ja, ist ein ganz, ganz toller Duft, ist ein ganz besonderer Duft für uns, aber mag halt nicht jeder, ne? Aber ja, darf bei uns wie Fluffy Towels oder gerade der Soft Blanket bei uns nicht fehlen. Kommt immer wieder mit zu uns nach Hause. Ja, dann als nächstes haben wir A Calm, A Quiet Place. Und oh mein Gott, ist der schön. Der ist so schön. Ein wunderschönes Label, die Wachsfarbe ist ein Träumchen. Und dieser hier ist von 2018. Und ich mag den so gerne. Ich habe den mittlerweile schon abgegossen, wie man sehen kann. Ja, aber. Und das Interessante ist, er hat mich an mein Parfüm erinnert, weswegen ich den halt besonders gut mag. Nur mein Parfüm ist etwas vanilliger, aber die Bestandteile, ich habe extra nachgeguckt, wie die Bestandteile von meinem Parfüm und von diesem Duft halt sind, weil ich die ganze Zeit, als ich den das erste Mal unter meinem Candle Warmer gepackt hatte, und das ist noch gar nicht so lange her, habe ich zu Marvin gesagt, ich so, Marvin, das kenne ich irgendwoher. Ich weiß nicht warum, aber ich kenne diesen Duft. Ne? Weil warm entwickelt der sich nochmal ein kleines bisschen anders. Und ich dann so, irgendwoher kennst du das. Du kennst das irgendwoher. Und dann habe ich mein Parfüm rausgeholt, habe da dran gerochen, habe nochmal an die Kerzen gerochen und habe gesagt, das riecht wie mein Parfüm. Und zwar ist das von Joop, das Le Bain. Das ist ein sehr altes Parfüm. Aber ich finde, das riecht warm, ziemlich, ziemlich ähnlich. Auch die Duftbestandteile, die da drin sind, in diesem Duft und in Le Bain, ist, also ist Wahnsinn. Die Duftbestandteile sind sehr, sehr ähnlich.
Und ja, nur dass halt Le Bain ein bisschen mehr vanilliger ist, aber ansonsten die Grundbestandteile sind halt ziemlich identisch. Und deswegen mag ich hier Caramel Quice ganz, ganz gerne. Und ja, ich werde mir den auf jeden Fall nochmal als zweites Glas zulegen. Einzige ist, er ist jetzt nicht so lang anhalten, wie ich das von manch anderen Yankee Candle Düften gewohnt bin. Also man muss etwas schneller das Wachs abgeben. Zumindest bei meinem Glas ist das jetzt so. Macht nichts, der Duft ist aber trotzdem unglaublich schön. Und falls ihr den Duft noch nicht kennt, schaut da gerne mal rein. Er ist wirklich wunderschön, denn er ist so sanft parfümig, hat so ein bisschen florale Noten, eine minimale Vanillenote mit drin. Und ja, ich finde ihn unglaublich schön. Ich weiß, dass einige den ebenfalls ein bisschen omalastig, madamig finden, aber ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er ist unglaublich schmeichelnd und ja, wie gesagt, er riecht halt nach meinem Parfum und oder in die Richtung von meinem Parfum und deswegen mag ich diesen Duft außerordentlich gerne. So, dann kommen wir zu den Fluffy Towels, den ich vorhin erwähnt hatte. Ja, ziemlich weit schon runter, auch schon mehrfach hier unterm Candle Warmer gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Landet bei uns immer wieder gerne unterm Candle Warmer. Er ist wirklich wunderschön. Aber ich kann halt, wie gesagt, verstehen, wenn die Leute den zu beißen finden. Also wenn ihr eine ganz weiche Variante ausprobieren möchtet mit diesen ja, frisch gewaschen, dann würde ich mit den Soft Blanket anfangen. Denn dieser ist von allen dreien am weichsten, hat halt mehr diesen Moschusanteil. Dieser hier riecht einfach nach richtig stark gewaschenen Handtüchern, also oder frisch gewaschener Wäsche. Und das mag ich halt, ne? Aber halt in einer viel, viel intensiveren Form. Also wenn meine Wäsche jetzt hängt, dann riecht das sehr, sehr ähnlich und das mag ich einfach, ne? Es riecht einfach frisch und sauber und sehr clean und ich mag diesen Duft sehr, sehr gerne. Ja, habe ich schon gesagt, dass der von 2019 ist. Falls nicht, er ist von 2019. Ja, wie gesagt, ein Duft, der bei uns nicht fehlen darf und der immer wieder bei uns einziehen kann. Also, er geht auf jeden Fall weg. Kein Thema. Wunderschön. Ich mag ihn. Ist aber im Gegensatz zu den Clean Cotton, den ich vorhin gezeigt habe, etwas weniger zitrisch. Ich glaube, hier ist auch ein kleiner Teil Moschus mit drin. Hier ist ein bisschen weniger zitrische Note mit drin. Ja, dann haben wir als nächstes einen Duft. Oh, den finde ich so schön. Ich finde das so traurig, dass sie den rausgenommen haben. Und zwar ist das der Misty Mountain. Oh, wunderschönes Label, die Wachsfarbe ist wunderschön. Der Duft, den ich jetzt hier habe, ist von 2018 und ich finde den so schön. Zumal der im warmen Zustand noch mal viel schöner rauskommt. Also ich habe den jetzt auch gebrannt gehabt, da kann man den gut wahrnehmen, aber unterm Candle Warmer ist der noch mal viel, viel schöner, kommt dann noch mal viel, viel schöner raus. Ich liebe den. Der ist einerseits total weich und ein bisschen parfümig und gleichzeitig leicht krautig. Da ist auch ein bisschen Lavendel mit drin. Und das riecht einfach gemütlich und ein Hauch mystisch und ich mag den total gerne. Ich finde,
Er passt eigentlich in viele Jahreszeiten rein. Jetzt persönlich jetzt nicht so sehr in den Sommer, obwohl der da erschienen ist, aber an so trüben Tagen, an schlechten Tagen, an Tagen Richtung Herbst, ich finde den einfach bombastisch und ja, ich muss auf jeden Fall nochmal nachgucken, dass ich nochmal ein Glas dazu bekomme. Ist wirklich phänomenal schön und ist auf jeden Fall eine Empfehlung für mich an euch, denn der ist wirklich wunderschön. Als nächstes habe ich einen Duft, der ist schon ziemlich lange im Standardprogramm, und zwar ist das der Angel Sphinx. Weiße Wachsfarbe. Das Label ist ein bisschen seltsam, wie ich finde. Einerseits diese Flügel. Ich habe das früher nie so wirklich als Flügel gesehen, bis ich mir dann die große Kerze zugelegt hatte. Ich hatte vorher immer so Sampler oder Tarte, und da sah das immer so aus wie so Balken. So vom Boden her irgendwie so Laminat oder so. Bis ich dann das große Label dann mal so richtig mir angucken konnte und sagen konnte, jo, jetzt sehe ich das wirklich, das sind wirklich Flügel. Hier unten ist auch eine Orchidee aufgebracht. Die Orchidee wirkt ein bisschen deplatziert, aber es geht ja jetzt nicht unbedingt nur um das Label. Muss ich jetzt dabei sagen, ist okay, das Label ist aber jetzt nicht das spektakulärste Bild oder ist vielleicht nicht so ganz so stimmig. Aber der Duft ist wirklich schön. Ich hatte ihn auch schon unterm Candle Warmer gehabt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nee, nicht wirklich. Er ist wirklich zuckrig süß. Die Orchidee riecht ihr auf jeden Fall raus. Und ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an den Geruch von Palmoliv, Orchidee. Ist das nicht Palmoliv? Wenn ihr dieses Duschgel oder diesen Pumpspender von Seife habt. Es riecht so in die Richtung. Nur halt noch ein bisschen vanilliger noch dabei. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er riecht einfach wie ein angenehmes, zuckrig-süßes Damenparfüm. Und ich finde, er ist jetzt nicht unbedingt nur für den Winter jetzt gedacht. Ich mag ihn wirklich gerne. Weil ich meine, das ist ein Winterduft, wenn ich mich nicht irre. Aber der kann eigentlich das ganze Jahr über, außer jetzt so im Hochsommer. Ich glaube, da wäre ein bisschen zu viel mit der Vanille, aber ansonsten ist das ein wirklich angenehmer Duft. Ich weiß wohl, dass er unterm Candle Warmer ganz okay ist, ne, von der Wahrnehmung. Angebrannt, habe ich schon gehört, soll der nicht gut sein, schlecht wahrnehmbar sein. Das kann ich jetzt halt nicht bestätigen, weil ich dem vom Grundsatz her direkt gesagt habe, der kommt nur unterm Candle Warmer. Und ja, ist okay wahrnehmbar, kann man machen, finde ich gut. Ja, ein schöner, angenehmer Duft, ein schöner, angenehmer Standardduft. Kann man auf jeden Fall machen, ja. Ja, dann haben wir einen Duft, der ist halt so absolut mein Weihnachtsduft. Und ich war immer wieder am Hadern, sollst du den als Glas holen oder nicht? Denn mal ganz ehrlich, Weihnachten ist jetzt nicht so oft. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, der ist wirklich für einen guten Preis zu bekommen. Und da brauchst du dann auch nicht so ganz so viel. Und dann kaufst du den jetzt und hast dann erstmal für eine ganz lange Zeit sehr viel Spaß daran. Und man weiß ja auch nie, wie sich Yankee Candle mittlerweile entwickelt und dann gewisse Düfte dann einfach rausschmeißt, was ich sehr schade finde. Gott sei Dank ist der jetzt auf jeden Fall noch nicht genannt worden. Das ist dieser hier, der Christmas Magic. Sehr hübsches Label, die Wachsfarbe, ein schönes Rot. Man sieht halt hier diese süßen Häuschen.
Lichterketten, einfach schön. Und dieser Duft ist von 2020 und er riecht einfach nach Weihnachten. Das ist mein Weihnachtsduft. So wie ich jetzt den Holiday Sage, den ich euch vorhin gezeigt habe, zur Weihnachtszeit, zu den Weihnachtstagen mag, ist das hier also mein Weihnachtsduft. Er riecht einerseits rauchig und gleichzeitig nach Tanne, irgendwo süß und ja, irgendwie verbinde ich mit dem hier halt Weihnachten. Er ist auch angenehm, also er ist jetzt auch nicht so dieses typische Weihrauch aus der Kirche, so nach dem Motto, oh Gott, ne, man geht rein und dreht schnell wieder um, sondern das ist eher so ein ganz leichter, zarter, rauchiger, vor allem tanniger und ein bisschen süß. Und irgendwie hat er so Multikulti-Geruch, aber trotzdem ist alles irgendwie stimmig. Und ich mag ihn sehr gerne. Meine Schwester und meine Mutter haben dran gerochen. Die fanden den jetzt nicht so. Die fanden jetzt zum Beispiel den Red Apple Wreath zum Beispiel ein bisschen schöner. Oder fanden den sogar fantastisch. Ich muss zugeben, ich bevorzuge den Christmas Magic vor Red Apple Wreath. Ist einfach so. Da tickt meine Nase auch ein bisschen anders. Ich habe den auch schon mal probiert in der Duftlampe. Ist okay. Aber irgendwie kommt bei mir zum Beispiel gar nicht so dieses Apfelige durch, sondern mehr dieses Zimtige. Und das ist mir dann ein bisschen zu viel, weswegen ich den, ja, Christmas Magic ein bisschen lieber mag. Ja, oder halt auch den Holiday Sage. Der hat zwar auch Zimt, aber der erschlägt halt nicht. Ja. Dann als nächstes habe ich einen Duft, ja, den ich halt total gerne mag. Für mich ein Duft, der eigentlich das ganze Jahr über sein kann. Aber das liegt aber auch daran, ich mag halt Tannendüfte auch während der ganzen Jahreszeit hin. Also das ist jetzt nicht primär eine Duftkategorie, die ich jetzt nur im Winter anhaben kann. Nee, das geht auch im Frühling. Gar kein Thema. Ja, und zwar ist das der Christmas Garland. Ein wunderschöner Duft. Dieser ist von 2019. Ich finde den Duft sehr, sehr schön, denn er riecht nach Tanne und gleichzeitig noch ein bisschen was Süßes und was Harziges, was diesen Duft irgendwie in eine Mischung zwischen einem, ja, süßen Schaumbad bekommt. Irgendwie mag ich das. Ich kann es auch gar nicht erklären, was das genau ist, aber ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Schon etwas länger nicht mehr im Standardprogramm, so viel ich weiß, aber ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er ist wirklich sehr, sehr schön. Habe ich einmal da. Und ja, freue mich, dass er bei mir in der Sammlung drin ist. Ja, und dann haben wir ein Schätzchen. Das ist der Duft, also der Lieblingsduft eigentlich von meiner Schwester, um genau zu sein. Und zwar ist das der Snowflake Cookie. Sehr, sehr hübsches Label. Wachsfarbe ist auch zuckersüß, obwohl er mittlerweile ein bisschen bei mir so ganz langsam dieses etwas rosige, ja, weggeht. Er wird so langsam in so ein Altrosa, aber das stört mich gar nicht. Der Duft ist von 2017. Hatte gebrannt. Ganz leicht tunnelig, aber das macht gar nichts. Wenn ich den jetzt sowieso nochmal verwende, dann auf jeden Fall nur noch unterm Candlewarmer. Aber dieser Duft ist schon sehr besonders. Denn er ist jetzt nicht so dieser typische Plätzchenduft. Ja, irgendwo schon, ne? Aber der Unterschied ist halt, hier riecht ihr viel mehr Zucker, viel, viel mehr diese Perlen, die man hier drauf sieht. Eine gehörige Portion auf jeden Fall an so Butter, ne?
Also es ist mehr so ein Butterplätzchen als so ganz normale Plätzchen. Deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht Maginasen vielleicht da drauf reagieren könnten. Aber in der Regel sind sehr viele, die den eigentlich ganz gut finden. Ist zwar jetzt nicht, sagen wir es mal so, ist jetzt nicht der außergewöhnlichste Duft auf einer gewissen Art und Weise, ist aber für einen Plätzchenduft etwas außergewöhnlicher als diese typische Vanille. Ja? Also hier riecht ihr auf jeden Fall Vanille auch raus, aber ich finde halt diese Zuckerperlen, Zuckerkristalle und auch die Butter, die steht hier auf jeden Fall im Vordergrund. Ja. Ja. Dann haben wir einen Duft, der sehr, sehr beliebt ist und leider schon das Sortiment verlassen hat. Und sehr viele sind traurig und auch ich, denn ich habe den Duft auch erst vor einer Weile für mich entdeckt, wo klar wurde, okay, der geht aus dem Programm. Und zwar ist das der Driftwood. Wunderschönes Label, angenehme Wachsfarbe, passt super zum Label. Und der Duft ist von 2019. Und wunderschön. Er riecht einfach nach Holz und nach leicht salziger Meerluft. Ein Hauch parfümig, aber ich finde, gerade so im warmen Zustand verfliegt das so ein bisschen. Er macht einfach eine angenehme Atmosphäre. Ein Duft, der vor allen Dingen so einem das Gefühl gibt, man ist auf rauer See, an einem Strand, wo es gerade ein bisschen stürmiger ist. Und wunderschön. Also total fantastisch. Und gleichzeitig macht er dieses Heimelige und dieses Gemütliche und diese Atmosphäre, dass man irgendwo im Urlaub ist und gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall ein Duft, den sehr, sehr viele lieben. Und ja, ich habe mir den nochmal als zweites gesichert. In diesem Format ist das die neue Ausgabe. Der hier ist jetzt von 2020 und wie gesagt, wunderschön. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich bin froh, dass ich zwei Gläser von habe. Dieser Duft ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt und sehr viele lieben und feiern den. Zum Beispiel die liebe Miss Curly Jen, die hat den, glaube ich, auch gut gebunkert und wenn ich mich nicht recht erinnere. Und auch zum Beispiel der Lichterfloh, die liebe Marei, die hat den auch wahnsinnig gerne und ist ihr Lieblingsduft. Und von daher, ja, solange man da noch dran kommt, empfehle ich den vielleicht nochmal sich vorher anzuschauen. Ja, als nächstes haben wir den Whiskers und Kittens. Ein Duft, der unglaublich beliebt ist. Dieses Label ist so süß. Ja, einfach dieses Kitten, was da in diesem Wollknäuel drin liegt. Einfach ein Träumchen. Der Duft hier ist von 2017. Und dieses Schätzchen hatte ich angebrannt. Ich habe von der lieben Kira gehört, die den Duft ja aus der ersten Reihe kennt. Also der hier ist von der My Favorite Things Collection, aber aus dieser zweiten Produktion, dass ihrer wohl ein bisschen intensiver ist als die zweite Auflage. Ich kann mich aber jetzt bei meinem Glas hier gar nicht beschweren. Also ich finde, der ist wirklich gut wahrnehmbar. Okay, ich muss auch dabei sagen, meiner steht auch wirklich in Duftöl. Also das ist wirklich, das ist schon fast schwarz. Ja, aber trotzdem ist es ein Duft, den ich jetzt als intensiv empfinde. Irgendwie parfümig. Ich weiß, dass einige den als Oma-Parfüm auch empfinden. Aber ich finde, er hat so beerige Unternoten.
Und dann dieses Parfümige dabei. Auch gerade angebrannt, merkt man den wirklich gut. Aber ich möchte den auf jeden Fall gerne nochmal unterm Candlewoman ausprobieren. Weil da glaube ich, da ist eine Granate. Aber der ist wirklich schön. Also der Duft, ich weiß, dass einige wieder diesen Duft als Oma-Parfüm empfinden könnten oder so. Aber dieses Parfümige und dieses leicht Mystische, was diesen Duft so ein bisschen schwerer macht. Aber ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Weswegen ich diesen Duft auch ein zweites Mal da habe. Bei diesem Duft muss ich aber sagen, dass der nicht so ganz so dunkel ist. Aber trotz alledem, man sieht hier die Duftstraßen bzw. diesen Balken regelrecht. Deswegen hoffe ich, dass der genauso intensiv ist wie der erste. Ich mag ihn. Er ist wirklich super, super schön und ich kann irgendwo verstehen, dass dieser Hype gerade wegen diesem Label so aufkommt. Ja, aber auch gerade den Duft mag ich sehr gerne und deswegen bin ich froh, dass ich den zweimal da habe. Ja, dann habe ich einen Duft, der hat sich in der letzten Zeit ein bisschen bei mir verfärbt, obwohl er ganz hinten steht, bei mir im Regal, und zwar ist das der Lavender. Hier vorne sieht man, dass der ein bisschen sich verfärbt hat. Aber wie gesagt, stört gar nicht. Mag ich sehr, sehr gerne. Und der Duft ist ja wunderschön sanft. Er riecht einfach schön nach Lavendel. Aber nach einer weichen Lavendel. Zwar ein bisschen krautig, trotzdem ist er weich eingefangen, als wenn ihr so ein bisschen an diese Blüten riecht oder wenn ihr die so ein bisschen an den Fingern zerreibt, so riecht das. Wirklich wunderschön, ich mag ihn sehr gerne. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Lavendeldüfte auf dem Markt. Ich glaube, dass er trotz alledem austauschbar ist. Nichtsdestotrotz mag ich ihn sehr gerne. Das ist übrigens ein Glas von 2018 und ich bin froh, dass ich den auf jeden Fall als Glas da habe. Wie gesagt, ein wunderschöner Duft, leider aus dem Programm rausgenommen worden vor einiger Zeit. Und bin aber froh, dass ich den noch mal einmal da habe. Ich hatte ihn aber bis jetzt noch nicht unterm Candlewarmer. Den Duft hatte ich noch nicht unterm Candlewarmer, aber ich habe schon einige Sampler und Tarts verbraucht, weswegen ich weiß, dass der wunderschön auch im warmen Zustand ist. So, ich habe jetzt mal eben eine kleine Pause gemacht und eben ein bisschen was gegessen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt direkt weiter. Und zwar mit einem Duft, den einige sehr, sehr mögen. Es gibt aber auch einige, die den als Katzenpipi-Duft empfinden. Und zwar ist das der Wild Mint. Sehr hübsche Wachsfarbe, schlichtes Label, mag ich sehr gerne. Der Duft ist von 2016, also auch schon ein paar Jahre über auf dem Buckel. Und ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt, Minze und ich, wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe von dem schon mal ein paar Mal Nasenbluten bekommen. Muss aber dabei sagen, ich hatte ihn in kleinen Räumen gehabt. Deswegen er mir dann auch ein bisschen wahrscheinlich zu viel war. In größeren Räumen ist er deutlich besser, für mich persönlich, denn dann reißt es nicht so die Nase. Ich hatte vor kurzem hatte ich ein Tarte im Badezimmer gehabt von dem Duft und ja, ich finde halt, wie gesagt, so riecht der wunderschön auch. Wie als wenn ihr eine Minze zerreibt. Also ich mag ihn sehr, sehr gerne. Muss aber dabei sagen, wir haben ein bisschen Probleme mit den Rohren bei uns, weil wir haben hier alte Rohre drin im Badezimmer. Und irgendwie ist da was nicht ganz richtig, denn ab und zu riecht das nicht immer angenehm. Das liegt irgendwie daran, hat mein Freund erzählt.
oder erklärt, dass irgendwie der Rücklauf nicht richtig funktioniert und dadurch der Wasserstand nicht hoch genug ist. Keine Ahnung, frag mich nicht, ich habe da keine Ahnung von. Und deswegen schon mal Gerüche hochkommen. Ja, und dann hatte ich den in Kombination mit dem Wald mit, weil ich dachte, boah, machst du jetzt mal Wald mit an. Tust du vielleicht was Gutes, aber die Kombination mit dem Muffgeruch und mit Wald mit war doch nicht so ganz so klasse. So, aber das ist ja Gott sei Dank nicht jeden Tag. Und wenn man ein bisschen nachspült, geht das auch phasenweise, je nachdem, wie gerade dies ist. Also es gibt Phasen, wo das besonders stark hochkommt, der Geruch, manchmal weniger. Und ansonsten ist der wirklich sehr schön, auch im Badezimmer ist er so sehr schön. Aber halt gesagt, letztens diese Kombination mit dem Muffgeruch, das war nicht so cool. Aber ansonsten ein recht angenehmer Duft, authentischer Duft, wie ich finde. Ich mag ihn. Und ist halt wirklich schön. Ist jetzt ein Duft, den ich aber nicht immer haben kann. Ich glaube, für Leute, die Minzdüfte mögen, ist der prima und auf jeden Fall einen Blick wert. Für Leute wie ich, die da mit dem Minze so empfindlich drauf reagieren, ist das kein Everyday-Duft für mich. Aber trotzdem angenehm, authentisch, an sich ein sehr schöner Duft. Ja, dann habe ich einen Duft, den habe ich letztes Jahr für mich entdeckt, und zwar ist das der Mediterranean Breeze. Ah, der ist so toll. Aber unterm Candlebaum ist er deutlich schöner, muss ich sagen. Das Label gefällt mir außerordentlich gut. Die Wachsfarbe auch. Das ist jetzt ein Schätzchen von 2016, also auch schon ein bisschen älter. Und ich meine, der liebe Grantelbart hatte letztens auch ein Glas aufgebraucht von ihm und den fand er auch klasse. Ich finde den so schön. Ich habe den früher als immer sehr klosteinig im Kopf gehabt. War für mich in Ordnung, aber mittlerweile hat sich diese Assoziation bei mir deutlich verschoben. Es ist nicht so, dass ich den vorher als schlecht empfunden hatte, aber ich weiß nicht, ich hatte immer im Kopf gehabt, okay, irgendwie, frisch, sauber, Toilettenduft, fertig, so, ne? Aber mittlerweile und gerade unter einem Candle Warmer, muss ich sagen, kommt der nochmal deutlich schöner raus und anders raus, dass man jetzt so ein bisschen... Also er kommt schon ähnlich hier raus wie hier, aber ich finde, die Duftentfaltung ist halt viel, viel schöner, wenn man den Candle Warmer verwendet. Dadurch wirkt er viel, viel ozoniger und irgendwie salzig und leicht holzig und maritim. Und ich finde, der ist super, super schmeichelnd. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und ich würde mir auf jeden Fall durchaus nochmal ein zweites Glas zulegen. Ich weiß, dass viele den nicht mochten und wie gesagt, er hat mich erst beim zweiten Mal so wirklich überzeugt. Vielleicht liegt es auch daran, dass da so viel Zeit dazwischen war. Ich denke aber auch, dass der Candle Warmer hier viel rausgeholt hat, was ich vorher nicht gerochen habe. Also falls ihr den Duft habt und ihr habt einen Candle Warmer, probiert ihn vielleicht mal unter dem Candle Warmer, falls ihr ihn sonst immer brennt, weil er ist wirklich schön. Gerade in so heißen Tagen ist er wirklich fantastisch und wirklich schön und angenehm. Als wenn ihr an den Küsten entlang laufen würdet. Ich finde, das erinnert halt total an Urlaub und so ein bisschen erinnert mich das an Kroatien und Italien, wo ich als Kind Urlaub gemacht hatte in Frankreich. Es war einfach eine schöne Zeit und
Das ist so ein Duft, wo ich sagen kann, ja, der erinnert mich total an Urlaub. Gerade jetzt, wo keiner so richtig Urlaub machen kann oder halt ja, sehr eingeschränkt Urlaub machen kann, finde ich, ist das, da kann man sich schön wegträumen. Ein sehr schöner Duft. Ja, dann kommen wir zu einem Duft, den ich glatte fünfmal da habe. Ja, wie soll ich das sagen? Ist ein Duft, der ja bei vielen sehr beliebt ist. Und zwar ist das der The Perfect Tree. Ja, das hier ist ein umgetopftes Glas. Wie ihr sehen könnt, ist es eigentlich total hübsch so verlaufen irgendwie. Also es glitzert auch total hübsch. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sehen könnt. Durch diesen Einfüllverlauf hat sich da halt so schöne Streifen entwickelt. Ich weiß nicht, warum es, aber eins, wo ich sage, das ist echt hübsch geworden. Ja, ich habe ihn, der kam damals bei mir kaputt an. Ich hatte den bei yankeecandle.de hatte ich ihn bestellt gehabt. Der Duft ist leider kaputt angekommen. Netterweise haben sie mir Ersatz geschickt und statt einer haben sie mir dann zwei geschickt von denen, weswegen ich jetzt auch wirklich so viel da habe und den kaputten durfte ich dann auch behalten, was ich mega, mega großzügig fand. Das eine aufgebrauchte Glas, das habe ich schon leer gemacht, weswegen ich jetzt schon den umgetopften angefangen habe, wie man hier sehen kann. Auch wirklich gut wahrnehmbar. Ich mag ihn sehr gerne. Kann für mich das ganze Jahr über brennen. Und ja, dieser ganze hier ist von 2019. Dann habe ich hier auch einen von 2018. Dann von einem 2019. Und dieser hier ist von 2019. Ja. Wie gesagt, ich bin da auch super, super happy. Ist ja aus dem Standardprogramm rausgenommen. Für mich meiner Meinung nach der schönste Tannenduft, den ich bis jetzt unter der Nase gekriegt habe. Und auch ein Favoritenduft und Lieblingsduft von meinem Freund. Also er mag ihn wirklich sehr gerne. Und von daher bin ich froh, dass ich den so oft da habe. Wie gesagt, jetzt wird erstmal das Glas hier aufgebraucht. Das war ein ehemaliges The Perfect Tree Glas. Also das hier ist jetzt eins. Also das Glas war von 2017. Ich hatte nur noch so ein bisschen drin gehabt. Den habe ich dann in Mails gegossen und konnte dann direkt hier das kaputte Glas reinfüllen, brauchte nichts kleben. Das war schon wirklich perfekt, dass genau in dem Moment das Glas leer geworden ist. Ja, dann habe ich einen Duft, der ja, ist einfach mein Liebling und ich finde es so schade, dass der leider aus dem Programm rausgegangen ist. Ist und ja, leider mittlerweile sehr schwer zu bekommen. Die Rede ist von Moroccan-Arganöl. Ich habe ihn mir noch öfters gesichert, bevor der aus dem Programm rausgehen konnte. Wo ich echt sage, boah, da habe ich echt im Nachhinein Schwein gehabt. Denn wie gesagt, den Duft, den kriegt man fast gar nicht mehr. Das ist wirklich traurig, aber ich kann auch verstehen, warum die Leute den so toll finden. Und ich liebe den halt auch. Ist halt, wie gesagt, einer der schönsten orientalischen Düfte. Weich, sanft, Patchouli. Ja, man riecht Rose ein bisschen raus. Er ist irgendwo sanft und total. Ja, sinnlich und ich mag ihn. Er ist auch wirklich intensiv, sowohl gebrannt als auch unterm Candle Warmer. Ich habe hier noch ein Melts Cup.
was ich im Moment zuerst verwende, bevor ich hier weitermache. Ich liebe den, ich vergötter den wirklich. Und ja, es ist wirklich schade, dass man den echt nicht mehr gut kriegt. Und ja, das Einzige ist halt, mein Freund mag den gar nicht. Also er sagt dann immer, wenn der an war, boah, was riecht hier so komisch? Oder ja, er sagt, ich dulde viel, aber der ist, den kannst du ausmachen. Also der mag den gar nicht. Spielt keine Rolle. Das hat mein Lieblingsduft und von daher, wenn er nicht da ist, dann wird er halt angemacht und ping. Ja, ich mag ihn halt sehr, sehr gerne. Dieser hier, da kann man leider nicht mehr lesen, von wann er ist. Ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich den als erstes verwendet habe. Dann habe ich einen zweiten, der ist von 2017. Einen dritten von 2018. Einen vierten von 2018. Und noch einen von 2018. Wie gesagt, ich habe auch schon ein Glas leer gemacht und ich kann sagen, es ist wirklich intensiv und gut wahrnehmbar. Wie gesagt, nur leider schade. Schade, dass man da ganz, ganz schwer dran kommt. Ich feiere halt diesen Duft und gerade im warmen Zustand entwickelt der sich so angenehm weich. Ist halt so mein, wenn ich wirklich einen ganz, ganz schlechten Tag habe und die Welt ist kacke. Die Welt ist nicht schön. Und ja, und wenn man den dann anmacht, dann holt er einen irgendwie ab. Und ja, ich finde, er hat auch noch so dieses marokkanische, man ist auf dem Bazar. Irgendwie so, ich weiß nicht, ich mag ihn sehr gerne. Er ist halt super umschmeichelnd. Weich und trotzdem intensiv und also für die heißen Temperaturen ist der, glaube ich, nichts, weil das ist so einer schlechtes Wetter, dunkle Jahreszeit vielleicht oder ja, dann oder wenn, wie gesagt, ein Abend oder so, wo es ein bisschen kühler ist, da finde ich den wirklich schön. Und da mache ich den auch wirklich gerne an und ja, hebt meine Laune und ja, deswegen, da habe ich einen sehr, sehr emotionalen, einen sehr emotionalen Wert zu diesem Duft und ja, der holt mich halt total ab und gehört auch zu den ersten Düften, die ich mitunter ausprobiert habe und deswegen ist er auf jeden Fall immer ein Duft, der einen Platz bei mir in meinem Herzen hat. Ja. Dann als nächstes habe ich einen Duft hier. Der ist wunderschön. Leider aus dem Programm rausgenommen worden. Und finde ich wirklich, wirklich schade. Hat sich wirklich bei mir etabliert. Und ich finde, ja, er hat einfach das gewisse Etwas, und zwar ist das der Warm Desert Wind. Ein Vergleichsduft oft mit den Egyptian Musk, zumal die, auch die Farbe und auch das Label ähnlich sind. Der Duft ist jetzt von 2019. Und wie man hier aus unschwer erkennen kann, hat der auch viel Vanille. Das ist auch der Unterschied zwischen den Egyptian Musk und dem Warm Desert Wind. Dieser hier ist einfach nochmal viel weicher, nochmal ein bisschen schwülstiger, hat viel mehr Vanilleanteil drin und etwas weniger Moschus. Trotz alledem ist er einfach unglaublich schön und weich und ja, ich finde gerade diese heißen Temperaturen, die bringt der irgendwie rüber. Er ist jetzt kein Duft, den ich jetzt an sehr heißen Tagen
anhabe, weil dann ist die Wohnung hier sowieso schon sehr aufgeheizt und wenn ich dann noch sozusagen noch einen schwülstigen Duft dabei machen würde, ich glaube, da wäre mir zu viel. Aber an so Tagen, wo es eigentlich so wie jetzt angenehm kühl ist, da finde ich den unglaublich schön, weil er dann halt ja einen angenehmen Duft halt macht und wie gesagt, diese Vanille ist unglaublich weich und deswegen mag ich ihn sehr gerne hier bei mir zu Hause haben. Und wie gesagt, leider sehr, sehr schade, dass man den aus dem Programm rausgenommen hat, weil der ist wirklich sehr, sehr schön. Dann einen Duft, der ebenfalls aus der My Favorite Things Collection rauskam. Und zwar ist das der Brown Paper Packages. Dieser Duft ist von 2017 und ich mag den total gerne. Er riecht einfach ganz angenehm, cremig, wie eine Bodylotion. Ich finde aber, man riecht hier auch ein bisschen Leder raus. Trotz alledem finde ich immer, dass er so eine Richtung Nivea-Creme halt hat. Nur deutlich intensiver. Oder zumindest kann man sich das so ein bisschen besser drunter vorstellen. Also ich finde, er hat schon so diesen Nivea-Touch, aber halt deutlich intensiver. Und dann kommt noch so ein kleines bisschen ledrige Note unten drunter. Ich finde ihn einfach wunderschön. Und ich mag ihn sehr gerne. Und deswegen habe ich diesen Duft ein zweites Mal da. Das ist dieser hier und der ist auch von 2017. So, jetzt langsam lichtet sich mein Duftschrank. Ich habe zwar noch ein paar Neuzugänge, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen kann. Das ist auf jeden Fall noch eine Menge. Die werde ich auf jeden Fall auch noch abdrehen. Aber jetzt so von meinen älteren Schätzchen, die ich jetzt so einsortiert habe, ist das jetzt der letzte Schwung. Und ja, so jetzt zeige ich euch diesen Duft und zwar ist das der Christmas Cookie. Ein Standardduft, der schon einige Jahre drin ist. Dieses Schätzchen hier ist von 2018 und diesen Duft habe ich sowohl schon gebrannt als auch schon einmal unterm Candlewarmer gehabt. Ja, ist ein wunderschöner vaniliger Duft. Zuckrig süß. Ja, hat eine kleine Butternote, aber wirklich ganz wenig. Man riecht das eher so als Butterplätzchen raus. Und überwiegend riecht man halt die Vanille und ein bisschen Schlag oder so. Also, sehr, sehr lecker und den habe ich zweimal da. Dieser hier ist von 2019 und wie gesagt, hier schon der Deckel. Da sieht man einfach, wie viel Vanilleöl drin ist. Das trübt einfach und ich mag ihn sehr gerne. Wie gesagt, ein wunderschöner vaniliger Duft, den man, wie ich finde, das ganze Jahr über anhaben kann. Ist jetzt nicht primär ein Weihnachtsduft. Ja. Dann als nächstes habe ich einen Duft, der unglaublich beliebt ist und ja, gehört auf jeden Fall bei mir auch zu meinen Lieblingen und ich bin froh, dass ich den so oft da habe. Und zwar ist die Rede von Lake Sunset. Wunderschönes Label. Ich mag auch die Wachsfarbe. Dieser hier hat sich schon in den Jahren so ein bisschen verfärbt. Dieser hier ist von 2017 und ja, ist nicht umsonst einer meiner Lieblingsdüfte. Riecht unglaublich schön parfümig, Moschus. Hier hat man auch so ein bisschen Fruchtkomponente mit Ananas. Und das macht halt so dieses Spritzige. Er riecht einfach
wie ein wunderschönes Damenparfum. Ist auch ein Duft, finde ich, für wenn man Besuch hat zum Beispiel. Weil das ist so ein Duft, den sehr, sehr viele mögen. Also es gibt wenig Leute, die wirklich sagen, nee, das ist nicht meiner. Sondern das ist wirklich so ein Arounder, den wirklich viele, viele toll finden. Und ich finde, es gibt auch keinen vergleichbaren Duft irgendwie auf dem Markt, wo ich jetzt sagen könnte, der riecht ziemlich ähnlich oder der kommt daran oder so. Es gibt zwar so ein paar, wo ich sage, kann man anlehnen, aber irgendwie schaffen die es trotzdem nicht, den Lake Sunset irgendwie bei mir vom Thron zu schmeißen. Dieser Duft hat schon eine gewisse Einzigartigkeit und hat halt ein tolles Statement, das er setzt wirklich und ist jetzt nicht umsonst ein Duft, der mittlerweile etwas teurer verkauft wird. Man bekommt den nicht mehr so ganz so gut. Und finde ich leider sehr, sehr schade, dass die so einen schönen Duft aus dem Programm nehmen. Bin ich immer noch entsetzt deswegen, aber ich habe noch Nachschub gesorgt und wie gesagt, die zwei hier, die ich jetzt gezeigt habe, die hatte ich schon etwas länger bei mir. Der ist jetzt auch von 2017. Und dann hatte ich glücklicherweise bei Amazon, warum auch immer, hat mal was aufgepinkt und das waren irgendwo 10 Lex Sunset, wo irgendwo in einem Lager gefunden, reingestellt und ich habe dann zugeschlagen, ich hatte erst mir 2 bestellt und im Nachhinein habe ich mir dann, als ich dann nochmal drauf geguckt hatte, da war dann auch nur noch einer übrig und ich dann so, weißt du wann, ist egal, ich bestell den letzten jetzt auch noch und deswegen habe ich den 3-mal noch dabei. Das Problem war leider, die erste Fuhre mit den 2, die, also besser gesagt, das war katastrophal eingepackt. Also ich hätte wirklich schreien können, weil die kamen wirklich zerdeppert und kaputt bei mir an. Also das war wirklich Katastrophe. Gott sei Dank hatte ich Glück gehabt, ein Duft ist ganz geblieben, das ist dieser hier, ist sogar von 2016. Ich glaube, 2 waren von 2016 und einer von 2017 und ich glaube alle von 2016, ich weiß es gar nicht mehr. Aber der hier ist Gott sei Dank heil angekommen, obwohl der auch richtig obwohl der richtig doof verpackt war, also und vor allen Dingen, ich hatte wirklich Glück, der lag so im Karton mit wenig Papier drum und einfach total locker und so schön und ich war dann aber auch froh, dass ich den dann trotzdem da hatte. Ich hatte dann bei Amazon angerufen, hatte gesagt, hör mal, ihr die noch? Könnt ihr mir die retournieren? Nö, war natürlich nicht der Fall, weil Lex Sunset, ne? Aber ich habe dann Gott sei Dank Rabatt gekriegt, weil ich auch gesagt habe, das war so schlimm verpackt. Also das war wirklich ein Scherbenhaufen. Ja, habe ich dann aber gesagt, ich behalte die und ich topfe die um, weil ich den Duft halt so gut finde und weil es halt so schwer ist dran zu kommen und ich habe ihn dann umgetopft, das ist einer von denen, also das Label konnte ich Gott sei Dank retten, außer hier ein bisschen luftblasig, aber ansonsten und hat ein bisschen Streifen gekriegt, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ganz gut geworden, hat zwar ein kleines bisschen so eine Spitze, aber die landen bei mir sowieso unterm Candle Warmer und von daher ist das jetzt nicht so ganz so tragisch. Ebenfalls mit dem hier, wie man sehen kann. Ja, doch, das ist nicht ganz mittig, aber gut. Wie gesagt, ja, so schön, ich kann mich so reinlegen. Aber ich habe den Duft als mittleres Glas auch noch
dreimal hier und da gehen zuerst die mittleren Gläser drauf und dann kommen die großen dran. Ja, ich hoffe, dass irgendwie nie ausgeht, aber man kann es halt nicht verhindern. Meine Düfte werden verbraucht und ja, da müssen halt auch die irgendwann mal ran. Ja, dann habe ich noch einen Duft, in den ich sehr schön finde, und zwar ist das der Evergreen Mist. Den habe ich mir damals zweimal gekauft. Das war ein richtig guter Schnapper gewesen bei yankeecandle.de. Da hatte ich damals 15 Euro, glaube ich, pro Glas bezahlt. Also es war wirklich mega gut. Und der Duft ist jetzt von 2019. Ist aus dieser Alpine Christmas Collection. Und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich hatte ihn auch schon unterm Candle Warmer. Und der ist toll. Ich finde, er riecht ja, ein bisschen wie frisch geschnittene Konifere, ein bisschen in Kombination mit The Perfect Tree. Ein kleines bisschen süß im Hintergrund, aber sehr angenehm. Aber vor allem riecht er für mich nach frisch geschnittener Konifere, was ich sehr gerne mag. Und ja, deswegen habe ich ihn auch ein zweites Mal da. Warum ich ihn als Koniferenduft besonders in Erinnerung habe, der ist übrigens auch von 2019, ist, ich habe in meinem Garten, in meinem 600 Quadratmeter großen Garten, hatte ich vor Jahren eine riesenlange Heckenallee, also wirklich einmal so komplett rumherum und in so einem Viereck. Und also jetzt zwar nicht komplett 600 Quadratmeter um und rum, sondern in diesem Garten war halt so eine Umrandung, wo früher ein Planschbecken drin war. Und ja, beziehungsweise früher ein Pool in der Mitte stand, also so ein Plateau. Und um und rum waren, ja, um und rum waren überall Koniferen drum. Und die sind in den Jahren total kaputt gegangen. Und ja, wir haben dann alle ausgebuddelt per Hand. Und das hat wirklich 3 Wochen lang gedauert, diese Koniferen. Man sah aus, die ganzen Arme voll mit Ratscher. Und ich reagiere halt auch so ein bisschen auf Konifere, wenn die da so anratscht. Das wird so schnell rot und ja, brennt. Und also das war wirklich, das war so eine Arbeit. Und ja, ich muss dann immer an diese Konifer-Sache denken, wenn ich da dran rieche. Ja, ich mag ihn. ja, finde auch, dass er das ganze Jahr über brennen kann. Aber viele empfinden das ja auch eher so ein Weihnachtsduft. Ja, so viel geschnabbelt hier. Ja, dann kommen wir noch zu einem Duft, ja, der wahnsinnig gehypt ist und ja, die Rede ist von Macaron Treats. Ja, ein Liebling von mir, ja, Kategorie Festive, dieser hier ist von 2018, gebrannt, wirklich intensiv und er ist so schön. Einfach nach, ja, irgendwie nach Plätzchen, aber irgendwie viel fluffiger. Ich finde, er hat auch so eine Mandelnote mit drin. Aber jetzt nicht marzipanig, um Gottes Willen, nein. Und er riecht einfach weich und sehr, sehr zuckrig. Richtig aufgeschlagen. Also ich finde, das ist so, der hat wirklich richtig Plätzchencharakter. Und das ist auch der Grund, warum ich den so toll finde. Ich kann auch verstehen, warum da so hinterhergejagt wird. Tue ich auch. Ich habe den Duft halt, wie gesagt, noch massig da als Sampler.
weswegen die hier erstmal stehen bleiben dürfen. Ich würde ja erstmal eine ganze Weile mit hinkommen. Ja, aber wie gesagt, ich habe den Duft dann nochmal als zweites, als komplettes Glas. Der ist von 2017. Und dieser hier ist von 2017. Mittlerweile werden ja die großen Gläser für richtig viel Geld bei eBay verkauft. Also eBay Kleinanzeigen. Das ist wirklich schon echt krass. Also manche bezahlen da so 50, 60 Euro für ein Glas. Das ist schon echt viel. Aber wie gesagt, ja, er ist trotzdem so schön. Er ist so, so schön. Ja, ich bin aber wie gesagt froh, dass ich wirklich viele, viele Sampler noch habe, die ich in die Duftlampe packen kann. Da habe ich noch lange, lange Spaß bei. Und wie gesagt, ich habe den Duft auch nochmal zweimal als mittleres Glas. Ich komme da auf jeden Fall eine Weile noch mit hin. Und ja. Ja, das war erstmal mein Sammlungsvideo. Das war auch jetzt erstmal die letzte Kerze. Wie gesagt, es wird noch ein weiteres Video folgen, wo jetzt so meine letzten Neuzugänge beikommen. Die habe ich jetzt außen vor gelassen. Das werde ich dann separat in einem neuen Video zeigen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und ja, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Und ja, wenn ihr möchtet, abonniert mich doch bitte gerne. Lasst einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da, wenn ihr möchtet. Und ja, bis dann. Tschüss!